So, hallo, hier ist Jens Frank, der Standortleiter von der Dörferschule in Schwandorf. Ich bin jetzt mal in unser neues Gebäude gegangen, wo dann die Fachbereiche Pflege und Physiotherapie untergebracht werden. Wir sind schon ziemlich weit. Der Hausflur ist schon gestrichen. Jetzt gehe ich mal in die Büroetage, weil da gewinnt man einen Eindruck von den Räumlichkeiten, wie sie dann aussehen werden. Der Boden ist nämlich hier schon verlegt. Der gleiche Boden kommt unten rein. Hier ist auch schon gestrichen, so dass man es mal sieht. Physio, Schulleiterzimmer, Physio, Lehrerzimmer. Hier kommt dann ein Büro rein für fachübergreifende Lehrer. Und auf der anderen Seite findet man dann die Büros für die Pflegekollegen, einmal das Sekretariat, wo dann die Frau Peter und auch die Frau Block teilweise sitzen. Und hier oben hat man dann die beiden Büros für Schulleitung und für die Pflegekollegen ein größeres Büro, kleines Büro. Ja, und damit sich die Kollegen auch ein bisschen wohlfühlen, gibt es eine kleine Küche diesmal für die Kollegen. War schon da. So, jetzt gehe ich mal ein Stockwerk tiefer, aber da gibt es noch ein zweites Video dann gleich. So, hier ist nochmal Jens Frank, der Standortleiter von den Töpferschulen Schwandorf. Ich bin jetzt nochmal in unserem neuen Gebäude drin, bin hier gerade am Eingang. Das letzte Mal, als wir hier waren, war ja gerade der Boden rausgerissen. Jetzt sind hier schon ein paar Türen ausgehängt. Jetzt einfach mal in die Klassenräume. Was jetzt schon passiert ist, ist, dass hier unten der Boden schon verspachtelt ist. Da wird der Boden dann noch der neue Boden draufgelegt. Hier sieht man die Größe des Klassenzimmers. Ein Klassenzimmer für die Pflegefachschule. So sitzt man dann, wenn man ganz hinten sitzt. Dann gehe ich mal auf die andere Seite, weil unser Maler ist auch schon da, von der Firma Heimerl, fleißig am Werkeln. Da wird schon weiß gestrichen. Gut, wenn fertig gemalt ist, wird sozusagen dann der Boden verlegt. Das geht dann ruckzuck. Toiletten sind auch schon Vorrichtungen da. Das letzte Mal war da noch die alten Toiletten drin. Jetzt sind hier schon Trockenbauwände eingezogen. Die Toilettenvorrichtungen sind schon eingezogen. Da kommen dann natürlich noch Trennwände hin und auch Kloschüsseln, damit es auch richtig funktioniert. Auf der anderen Seite dann die Männertoilette. Ist auch schon Trockenbau vorgesehen und Trennwände kommen noch rein. Hier sind die Toilettenvorrichtungen. Da wird noch das ein oder andere passieren. Nächstes Klassenzimmer. Auch von der Größe, da war das letzte Mal noch so ein Fenster drin, das ist schon zugemauert. Manche Türen sind schon zugemauert. Hier ist teilweise schon gestrichen worden. Dann haben wir hier in der Schülerküche ist schon gestrichen. Hier ist schon von Keller aus der Wasseranschluss für die Schülerküche hochgebohrt worden, sodass wir hier das installieren können. Wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Gehe ich nach hinten in den Aufenthaltsbereich und den großen Raum. Hier gibt es im Zweifel EDV-Anschlüsse. Hier werden ein paar Lounge-Möbel reinkommen. Trockenbauwand ist schon drin für das Klassenzimmer. So, es kommt ein bisschen Hardrock. Gehe mal nach hinten durch in den Demoraum. Hier steht schon eine Waschmaschine. Hier ist auch schon teilweise gestrichen worden. Hier streicht auch noch jemand, auch von der Firma Heimerl. Ganz fleißig. Super. Ja. Cool. So. Und dann schaue ich mal mit Musik aus dem Fenster raus, weil da draußen stehen die Container. Da sind dann vorübergehend die Physiotherapeuten. Dann wird hier außen wird gerade der Wasseranschluss gelegt für unser Waschbecken.
So, geht also alles hier ruckzuck. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir spätestens dann in den Osterferien umziehen können, sodass wir nach den Osterferien hier schon drin sind und ganz normal Unterricht halten können und für euch wieder da sind. Okay, also tschüss.